Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Klarstein Windflower Standventilator. Ja, zu Hause ein bisschen frische Luft, das kann vor allem im Sommer eine wahrlich sehr gute Idee sein. Hier haben wir ein interessantes Angebot aus dem Hause Klarstein. Das Amazon-Angebot zu diesem Standventilator werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir also sehr gerne mal anschauen, wenn du dich dafür interessierst. Auch bei warmen Temperaturen ein kühles Köpfchen bewahren, das ist im Sommer manchmal gar nicht so einfach. Wir hatten jetzt einige Sommer hinter uns, die wirklich unglaublich unangenehm warm waren. Klar, beim Schwimmen oder so mitten im See macht das ja nichts aus, da ist das noch sehr angenehm. Aber wenn es dann auch zu Hause so angenehm ist oder vor allem auch noch im Homeoffice oder so, das ist dann meistens nicht so angenehm. Und da kann man eben mit so einem nützlichen Standventilator entgegenwirken. Schön ist hier natürlich auch, dass dieser hier wahrlich kein Vermögen kostet. Da habe ich in der Tat schon bedeutend teurere Standventilatoren auf dem Markt gesehen. Ich würde sagen, wir schauen uns ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer an. Gezielte Erfrischung. Durch eine punktgenaue Abkühlung sorgt der Klarstein Windflower Standventilator für eine ausgewogene Körpertemperatur. Leistung. Dank des großen 5-Blatt-Rotors und einer energieeffizienten Leistungsaufnahme von 50 Watt kann der Klarstein Windflower Standventilator mit einem starken Luftstrom von 3090 Kubikmetern pro Stunde überzeugen. Das ist natürlich echt stark. Oszillation. Seine drei unterschiedlichen Windstufen lassen sich bequem über das Stellrad an der Hinterseite der Motorabdeckung einstellen. Auf der Abdeckung wird mittels Schwenkknopf auch die zuschaltbare Oszillation reguliert. Ja, klingt echt gut. Drei unterschiedliche Windstufen kann man also so ein bisschen darauf anpassen, wie man es gerade braucht. Echt cool. Smart. Eine Besonderheit des Windflower ist zudem die Höhenverstellbarkeit in zwei Stufen, die durch das einfache Herausnehmen oder Hinzufügen des mittleren Rohrabschnitts gewährleistet wird. Oh, zwei Stufen Höhenverstellbarkeit, hier hat man also noch ein weiteres bisschen mehr an Flexibilität, finde ich auf jeden Fall echt cool. Stabil. Der runde und robuste Standfuß verleiht der Konstruktion zudem maximale Stabilität und einen zuverlässigen Kippschutz. Leistungsstark, flexibel und energiesparend. Der Klarstein Windflower Standventilator sorgt für eine gezielte Abkühlung, wo immer sie benötigt wird. Ja, kann man also da einsetzen, wo man es gerade braucht. Wie bereits gesagt, vor allem im Homeoffice. Ja, das Thema Homeoffice ist ja in den letzten Monaten ein bisschen wichtiger geworden. Ja, wenn es da aber stickig und warm ist, dann macht das Arbeiten dort natürlich überhaupt keinen Spaß. Und da könnte man natürlich auch mit einem nützlichen Ventilator entgegenwirken. Dieses Angebot hier aus dem Hause Klarstein halte ich auf jeden Fall für sehr interessant. Auch das edle Design wäre hier noch als Pluspunkt zu nennen, wie ich finde. Ja, ist einfach eine Art zurückhaltender Eleganz, wenn du mich fragst. Klar, im Endeffekt immer eine Geschmackssache, für welchen Ventilator du dich entscheidest. Es gibt unglaublich viele davon auf dem Markt. Also schau mal, welcher am besten zu dir passt. Hier bei diesem aus dem Hause Klarstein gefällt mir die Funktionalität, das Design und der überschaubare Preis echt gut. Das Amazon-Angebot zum Klarstein Windflower Standventilator werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir also sehr gerne mal anschauen, wenn du dich dafür interessierst. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen hat und wünsche dir einen angenehmen Tag. Alles Gute, ciao.